für Kroll! Und Umwelttechnik mit gleich drei großartigen Fahrzeugen. Und ich habe gerade schon gesagt, es hat was von Wasserballett. Ja, also sehr, sehr wendig. Wahnsinn. Auch wirklich diese großen Maschinen. Man muss natürlich auch sagen, dass der Herbert ein fantastischer Fahrer ist. Sehr gut. Ja, er zeigt uns auch mit dem ersten Fahrzeug hier, mit dem blauen, dem ADR Tanksattelauflieger, speziell entwickelt für die Reinigung von Öl- oder Benzinabscheidern. Es ist, ja, schauen wir uns ein bisschen genauer an, ADR, Gefahrenguttransportzulassung, die extreme Wendigkeit, die der Herbert uns hier sehr schön aufs Exempel zeigt, hohe Wirtschaftlichkeit, ausgelegt also für einen Ein-Mann-Betrieb, wir haben den hohen Bedienkomfort, wir haben die niedrige, wenn du mich nass machst, wir haben die niedrige Geräuschbelastung, luftgefedertes Dreiachsaggregat, 28.500 Liter Fassungsvolumen, Behälter, Rohrleitung und Kolben sind komplett aus Edelstahl. Also da ist an alles gedacht. So, es bringt mir auch noch einen Gesprächspartner, nämlich den lieben Herbert. Nicht nur der Vettel unter den LKW-Fahrern, sondern auch tatsächlich Serviceleiter der Firma Kroll. Muss ich wieder mit dir spazieren gehen? Ich habe einen Schirm besorgt, ist aber nicht von euch. Macht nichts. Gehen wir trotzdem ein bisschen spazieren. Gut. Ich folge dir unauffällig. Was hast du uns alles mitgebracht? Erzähl mal. Also, wir haben hier das schwarze Fahrzeug, ist ein Wasseraufbereiter. Und der Dirk, der zeigt uns gerade, wie ein Entleerungsvorgang funktioniert. Wir haben einen pneumatischen Ausstoßkolben. Mit dem Ausstoßkolben schieben wir die Materialien, die wir aufgesaugt haben, raus. Und der Ausstoßkolben hat die Aufgabe, die Schlammkammer von der Wasserkammer zu trennen. Und die ist auch noch variabel, somit ist das Fahrzeug auch als Kombi einsetzbar. Also ein sehr, sehr flexibler Allrounder, kann man sozusagen Richtig. Sagen. So, okay, schön. Gehen wir eine Runde weiter. Was ich ja großartig finde bei dem Fahrzeug ist, dass es eigentlich total wassersparend ist. Du brauchst fast kein Frischwasser, morgens einmal gefüllt, muss nicht mal aus der Leitung kommen, kann auch vom Flüsschen nebenan sein. Genau. Und dann kann das den ganzen Tag arbeiten. Ja, wir können mit Brauchwasser arbeiten, wir können sogar mit Wasser aus dem Kanal arbeiten, wir können also jegliche Möglichkeit C-Anschluss ist ein Hydranten und das Fahrzeug wird morgens einmal gefüllt. Wir bereiten ungefähr 600 bis 700 Liter Wasser in der Minute auf. Das Fahrzeug ist mit einer 408 Liter Pumpe ausgestattet. Somit bringen wir also immer mehr Wasser, als wir überhaupt benötigen, um den Kanal zu reinigen. Also da ist Karenz mit eingebaut. Richtig. Sehr schön. Das Fahrzeug ist auch, glaube ich, schon einem Kunden versprochen. Ich könnte es jetzt nicht noch kaufen. Nein, das geht hier im südlichen Raum, ich glaube sogar in München, zur Firma Südrilling und wird hier eingesetzt. Und die freuen sich schon drauf. Sehr schön. Schauen wir uns den Weißen an. Der ist ähnlich, aber anders sozusagen. Ja, Weiße ist ein Kombi. Die Auslegervarianten sind bei beiden Fahrzeugen gleich. Wir haben einen Ausleger mit 5,20 Meter Reichweite, 180 Grad schwenkbar. Bei beiden Fahrzeugen ist ein 5 Zoll Schlauch montiert. Und beide Fahrzeuge haben einen 1 Zoll Hochdruckschlauch, 240 Meter Länge. Okay, und auch bei der Bedienbarkeit ist natürlich wieder an alles gedacht. Wir sehen hier, dass dein Kollege sehr entspannt ums Fahrzeug herumlaufen kann mit seiner Funkfernsteuerung. Er muss also nicht direkt über dem Kanaldeckel hängen, wo ja auch vielleicht mal giftige Gase rauskommen könnten, sondern hat sehr guten Arbeitsbereich. Genau, die Fahrzeuge sind heute fast zu 95% mit Fernsteuerung ausgestattet. Selbst der Auflieger hat eine Fernsteuerung, also der kann auch seine Haspel mit Fernsteuerung bedienen, damit eben die Leute nicht mehr direkt über den Schacht stehen müssen und flexibler werden. Sehr gut. Wenn du jetzt nochmal sagen müsstest, für welche Zielgruppe, ich glaube, der geht in den hohen Norden, ne? Ja, der geht nach Norwegen und der Kunde reinigt damit auch Trinkwasserleitungen. Deswegen haben wir hier zwei 4000 Liter Wassertanks verbaut an den Seiten, die Wassertaschen. Des Weiteren kann der aber auch ganz normale Kanalreinigungen machen, nur er muss halt immer Frischwasser tanken, damit er damit arbeiten kann. Okay, also wenn du jetzt nochmal sagen könntest, eure drei Fahrzeuge, drei Zielgruppen, wer ist für wen ideal? Also der schwarze ist für die eigentliche Großkanalreinigung,
Der Weiße, der ist halt flexibler für, der hat auch sauberes Wasser dabei, der kann also auch Trinkwasserleitungen spülen. Ist halt ein Kombi, nicht den ganzen Tag einsetzbar. Und der Schwarze ist den ganzen Tag mit einer Füllung einsetzbar. Und der Blaue ist ein ADR-Fahrzeug, fährt Chemikalien. In diesem Fall ist er uns von der Firma VEL zur Verfügung gestellt worden. Die machen hauptsächlich Sandfänge für Waschstraßen. Also die sammeln diese Reste ein und die werden dann wieder aufbereitet und wiederverwendet als, was weiß ich, Baumaterial oder wie auch immer. Perfekt. Wenn man jetzt sagt, ja, ich habe mir schon einen neuen bestellt, aber ich habe da auch noch einen alten in der Garage stehen, der oder beziehungsweise im Einsatz, der kann nicht mehr alles, was heutzutage eigentlich einer können muss oder der braucht mal einen neuen Anstrich. Man kann wirklich seinen alten auch bei dir in gute Hände geben und den kriegt man den fast neu zurück. Ja, wir bereiten die Fahrzeuge wieder auf. Das heißt, es gibt Fahrzeuge, wo die Tanks nicht mehr in Ordnung oder die Behälter nicht mehr in Ordnung sind, bekommen sie neue Behälter. Dann gibt es Fahrzeuge, wo das Chassis nicht mehr in Ordnung ist, dann tauschen wir die Chassis aus. Und wenn das Fahrzeug dann fertig ist, dann geht es eigentlich so wieder vom Hof, wie die jetzt hier auch auf dem Platz stehen. Klasse. Und man findet euch natürlich auch hier auf dem Platz, also nicht nur auf unserer Showfläche, sondern auch auf dem Freigelände. Wo seid ihr? Da sind wir auf 711-15. Sehr schön. Das ist ungefähr so einmal quer rüber. Ein paar Meter. Herbert, vielen lieben Dank. Toll erklärt. Schön gezeigt. Jetzt darfst du nochmal eine Runde drehen. Okay. Aber mach mich nicht nass. Nein. Dankeschön.